Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei unserer Familie. Okay, sag mal Sarah, wo willst du denn hin? Ja gut, in der Robe gehe ich auch mal aus dem Haus, aber sonst ist alles gut. Herzlich willkommen hier bei Part 101 in der Familie Siege. Tada! Ja, gut, wo ist denn unsere liebe Pia? Ja, die ist immer noch fleißig am Flirten. Bei der Quiz-Herausforderung hat sie verloren. Wir können ja den Peter hier einfach mal nach drin einladen. Ah, ich finde den eigentlich ganz nett, ne? Ja, erstmal einfach mal ein paar Weintraubenpfannkuchen hier. Ist unsere Sarah unterwegs? Sehr gut. Sie kann auch gerne mal, keine Ahnung, Schreiben üben. Kann, glaube ich, nicht schaden, ein bisschen Schreiben zu üben. Wir müssen jedenfalls mal ein paar Stories und Kritiken schreiben. Das ist viel wichtiger. Ja, Clara ist hier fast fertig mit Tune und so. Wir müssen los, Tara. Und Preston, der macht sich alleine auf den Weg. Sehr schön. Und Melinda, oh, tschüss, Peter. Schön, dass du da warst, trotzdem. Gut, Melinda, du musst auch los. Hoch jetzt mit dir. So, Tara braucht ein bisschen länger zum Umziehen heute. Aber die Lautstärke mal niedrig hier. Das wird mir gerade ein bisschen zu turbulent mit euch allen. Gut, was können wir denn hier mal nehmen? Post, okay. Und nicht mehr lange und gleich kommt unsere liebe... Ach hey, wie siehst du denn aus, Tara? Sie sieht aus wie so ein Paradiesvogel. Hilfe. Gut, okay. Unsere liebe Willow vom College. Yay, beziehungsweise vom Studiendingenskirchen gelöt. Ha, 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Deine Besucher sind soeben eingetroffen. Als guter Gastgeber solltest du sie begrüßen, damit sie sich willkommen fühlen. Ja, Mensch. Hier ist auf jeden Fall schon mal sie. Die habe ich auch mit eingeladen. Aber wo ist Willow? Ich wollte eigentlich Willow hier haben. Leute. Wo ist sie denn? Hier ist nur das Postkind. Hier ist keine Willow. Hm, wenn Willow hier ist, muss die sehr angezeigt werden in unserer tollen Karte hier. Na toll, Willow ist gar nicht hier. Warum ist denn die Tante da? Die können wir eigentlich auch mal wegschicken, ne? Hier, alle bitten zu gehen, bitteschön. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür sie sie jetzt ausgeschimpft haben. Ach so, weil sie noch nicht zur Schule gegangen ist. Mensch, Mäuschen, was stehst du denn noch hier? Bloß jetzt mal hier. Ja, geh im Unterricht schlafen, das ist eine gute Idee. Ja gut, fahr nach Hause. Ich wollte dich sowieso nicht hier haben. Ich wollte Willow hier haben. Ich habe mich die ganze Zeit auf Willow gefreut und dann kommt sie nicht. Das geht ja mal gar nicht. Ja, tschüss. So, Zuneigung. Umarmen wir den Flo mal. Gott, haben wir einen guten Draht zu Flo. Hallo Flo. Wir sind hier, um dich zu drücken und lieb zu haben und zu umarmen. Wo gehst du denn hin, sag mal? Okay, du gehst einmal rückwärts hier rum, damit wir dich drücken und knuddeln und umarmen können. Das ist aber schön. Knuddel, knuddel, knuddel. Oh. Na, ihr seid ja süß mit dem Gesicht ineinander. Wahnsinn. Ach ja, gut. Okay, dann sollten wir vielleicht mal noch den Teller hier wegräumen oder so. Braucht die Schlange Futter? Nicht wirklich. Ja, das ist ja komisch, dass wir jetzt unsere Willow gar nicht hier hatten, sondern die andere Tante da. Hö? Ich dachte eigentlich, ich hätte die beiden zusammen eingeladen. Ja, die andere Tante ist doch schon weg, ey. Was soll die denn jetzt hier noch? Ich möchte die Willow einladen. Ach, Menno, jetzt ist die Willow gar nicht da. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Nee, nicht Bett machen. Schlafen sollst du doch. War total müde und erst mal Bett machen. Das ist, glaube ich, nicht so die sinnvollste Variante. Ja, gut, jetzt können wir sie wieder zum Besuch einladen. Das sollten wir vielleicht mal tun. Oder können wir übers Telefon mehrere einladen? Weißt du, doof, wenn wir immer nur einen einladen können. Fange einen Fisch. Ja, gut, okay. Immobilien- und Reiseservice, Resort, Mitbewohneraktion, Immobilie ansehen, umziehen, weiteres Anwesen kaufen? Nee. Haushalt nach Hause einladen, ausländische Besucher einladen. Ja, das wollen wir doch gerne. Genau, die will ich eigentlich haben. Das ist sehr gut so. Ja, euch hätte ich gern. Lad die beiden mal ein, das wäre total toll. Ah, so, hier ist ein riesiger Wäscheberg. Okay, Wäsche waschen könnten wir auch mal. So, jetzt haben wir die richtigen Besucher eingeladen. Sehr schön. Das ist viel besser auch so.
Nee, gut, du bist zu müde zum Wäschewaschen. Muss jemand anderes machen. Dann geh mal eine Runde schlafen, bitte. Yay, wir haben endlich die richtigen Besucher gefunden. Sehr schön. Ach, Mensch. Sarah, du bist hier kurz vorm Schnubbeln. Ach nein, genau. Ich wollte ja auch noch Josh einladen. Doof, dass sie ihn nicht kennt. Na gut, laden wir Josh später ein. Ach Mensch, unser Josh. Den würde ich ja auch gerne einziehen lassen, ne? Mit einem Kollegen anfreunden oder zumindest als Mitbewohner oder so. Ja, Pia schläft. Melinda schläft nicht mehr. Auch gut, dann such mal neue Freunde oder so, damit wir ja auch mal den einen oder anderen kennenlernen. Und was macht Preston? Der kann auch mal ein bisschen neue Freunde suchen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Gut, duschen sollten wir vielleicht auch mal und das alles sauber machen auch. Finde einen Teilzeitjob? Nein, heute nicht. Was ist denn Clara? Sag mal, Clara, kannst du das nicht sauber machen? Wir brauchen unbedingt so ein Putzmerkmal-Chip von ihr. Da muss Preston mal noch ein bisschen hier oben arbeiten, sonst kriegen wir das alles nicht hin. Preston, genau, du gehst ja erstmal duschen. Und dann musst du uns hier mal helfen, so ein Merkmal-Chip zu bauen. Oder kann Clara auch Merkmal-Chips bauen? Nee, Clara kann das nicht. Ist ja ärgerlich. Arme Clara, kann das nicht mal lernen. Aber okay. Mensch, Clara, kannst du denn irgendwas anderes hier mit uns machen? Kannst du das Bett doch bestimmt machen? Nein, kann sie nicht. Sie kann wirklich gar nichts machen. Irgendwas spielen? Nee, kann das nur bewachen oder was. Ja, setz dich einfach hier mal hier unten hin. Du musst ja nicht immer da oben rumstehen. Ach Mensch, kannst du wenigstens den Napf füllen? Ja, gut, dann füll mal den Napf hier. Damit hier keiner verhungert. Yay, unsere gute Sarah wurde befördert. Sehr schön. Das freut mich, Sarah. Aber trotzdem müssen wir hier noch Stories und Kritiken schreiben. Vielleicht sollten wir dann mal in einem Restaurant essen gehen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Sache. Bitteschön, hier essen, Kritik über Restaurant schreiben. Yay. Gut, dann können wir da auf jeden Fall weiter anknüpfen. Bautzi kaut hier wieder rum. Sehr schön. Melinda kommt auch nach Hause. Genauso gut. Dann kann sie ja erstmal noch schnell ihre Hausaufgaben machen. So. Egal, wo sie jetzt mal macht. Und dann kann sie nochmal weiter Zaubertrank entdecken. Das müssen wir echt langsam mal vorantreiben. Gut, Preston weiß ja auch schon genau, was er tun soll. Pia schläft ja noch fleißig. Hier hatten wir gerade nur einen normalen Betrieb. Okay, darauf habe ich gar nicht geachtet, Tara. Tut mir leid, aber lief ja auch so ganz gut. Dann machen wir hier noch dein Bild zu Ende. Was hältst du denn davon? Hä, was hat sie denn mit dem Buggy hier am Hut? Nach Hause gehen mit Buggy? Okay. Und Sarah, das brauchen wir irgendwie alles nicht. Ja, mit jemandem sprechen ist eine Idee. Mal schön da deine Kritik schreiben. Ja, wir essen das jetzt einfach mal. So, super. Gut, was macht Wauzi? Wauzi, du kannst mal hier draußen pieseln gehen. Was hältst du denn davon? Einfach mal hier vor die Tür pieseln. Geh einfach mal hier raus. Ach, du hast schon gepieselt. Na toll. Wurde mir das falsch angezeigt oder was? Ach, weißt du was? Dann geh hier einfach mal mit dem... Oh, wer bist du denn? Ein Waschbär. Hallo, Waschbär. Was kannst du hier mal jagen? Oh, muss ich den da erst rausholen oder was? So. Jagen? Flo, was ist denn los? Nimm doch mal die Treppe hier runter, sag mal. Hä, warum kommst du denn hier nicht runter? Sehr kurios. Hund, machst du? So, jetzt jag mal hier den Ball hinterher. Können wir den echt nicht hinterher jagen? Das ist ja total Banane. Wollen wir den hier raufpacken? Können wir den dann jagen? So, jetzt hier Aggression mit dem Waschbär oder was? Ah, das mit dem Ball ist ja echt ärgerlich. So, wo geht er denn jetzt lang? Ach, da unten geht Flo lang. Ach Mensch, Flo, du bist ja ein schlauer Hund. Aber nicht schlau genug, um den Ball zu jagen. Ach Mensch, wozu haben wir denn so einen Ball? Weißt du was, dann schnubbel doch hier einfach ein bisschen auf der Parkbank. Ich meine, das können wir. Ach Flo, das macht so aber keinen Spaß. Mach doch, was du willst, weißt du? So, Melinda, auf was wartest du? Ach, dass du dich umziehen kannst. Alles klar. Preston, du wirst jetzt hier wieder von Peter aufgehalten. Ernsthaft? Schneidet doch noch eine Grimasse oder so. Und dann kannst du mal kurz selber hier alles aufräumen. Ja, das ist sehr gut. Und dann hier vielleicht mal Wäsche waschen. Ach so, haben wir noch die Wäsche in der Waschmaschine. Ich bin auch ein Trottel. Einfach mal lesen wäre auch eine Variante. Hier, Wäsche in den Trockner geben. Meine Güte. So, und dann müssen wir definitiv noch ein Merkmalschip bauen.
Muss mal irgendjemand anderes die Wäsche waschen. So, Sarah, wo bist du denn? Ich hoffe, du bist nicht jetzt irgendwo im Nirgendwo. Doch, bist du. Schade. Gut, ich würde auch mal gerne die ganzen Fotos hier verkaufen. Die braucht auch kein Mensch, ne? Auch wenn das echt schöne Bilder sind, teilweise. So, hier ist wieder ein schwarzer Fleck drauf. Hier ist einfach nur ein Baum fotografiert. Können wir das hier anhängen? Nee, das können wir nicht betiteln. Gar nichts. Hier, verkauf doch einfach mal den Mist. Ah, okay, so. Hey, ich kann ja auch gar nichts mehr nehmen. Vielleicht, weil sie gerade unterwegs ist, ne? So. Gut, Trockner gleich mal angemacht. Sehr gut, mein Lieber. So, weg mit dem Kram. Das Inventar auch mal wieder ein bisschen leerer hier. Gut, jetzt brauchen wir aber deinen Laptop-Häschen. Wir müssen hier mal deine Kritik schreiben. Gute Kritik schreiben über Restaurant. Bitteschön. Gut, mein Herz. Schön, dass du da bist. Dann, nee, Quatsch, du musst den Dings machen. Mach mal erstmal hier noch Hausaufgaben. Und dann kannst du noch ein bisschen trällern. Oh, jetzt lass ihn doch mal da durch, Peter. Mensch. Oh, Melinda ist hier wieder kurz vorm Sterben irgendwie. Gut, aber wenn du fertig bist, kannst du gerne mal schlafen kommen, Häschen. Ach, Mio. So. Preston, du sitzt jetzt da und machst Hausaufgaben. Okay. Was mit... Oh, Sarah beginnt sich krank zu fühlen. Nicht schön. Gut, Tara, dann verkauf mal dein Bild hier. Das brauchen wir gerade nicht. So, den Waschbär brauchen wir genauso wenig. Napfüllen können wir gerne machen. Aber erstmal hier die saubere Wäsche aus dem Trockner holen. Und dann kannst du gerne mal hier durch die Gegend wandern und alles aufräumen. Gut, Pia, du bist jetzt ausgeschlafen. Komm hoch hier mit dir. Ach, Mensch. Wessen Telefon klingelt denn hier die ganze Zeit? Mensch, das ist ja ein Lärm. So, wer wollte denn jetzt hier den Napf füllen? Tara, das kannst du auch noch gleich machen. So. Und ja, Melinda, die macht ja da gerade sowieso bis zur Besinnungslosigkeit weiter. Beide Güte. Flo, wo ist denn eigentlich der Waschbär hin, sag mal? Der ist verschollen, wie es ausschaut. Aber gut. Keine Ahnung, Flo bräuchte irgendwie noch so einen Weggefährten, oder? Der ist ja so ganz allein, der arme Flo. Da wäre ein zweiter Hund vielleicht nicht schlecht, der sich so ein bisschen um ihn kümmert. Können wir noch irgendwie jemanden für ihn adoptieren? Dienste, Tierhaus, Tierheim adoptieren. Vielleicht finden wir ja noch einen süßen Hund, der ihm hier ein bisschen Gesellschaft leistet. Vielleicht ein Weibchen, das wäre doch ganz süß. Wer bist du hier? Walter Russell, okay. Wer auch immer du bist, hallo. So, Tara, du suchst gerade die Wäsche zusammen, sehe ich das richtig? Wo ist denn hier überall Wäsche, sag mal? Ach so, du gehst nach unten, alles klar. Ach, Melinda, wie schaut's aus hier mit deinem tollen Logikpunkt? Na, gleich hast du ihn ja, Mensch. Du schaffst es, Melinda. Ach, und wir haben nur noch knapp 2 Tage. Oh, ärgerlich. So, Level 6, sehr schön. Ach, Medizinerin, weltanerkanntes Chirurgin. Ich finde, das ist ein ganz guter Wunsch für unsere liebe Melinda, oder? Ich meine, sie ist zwar so ein bisschen auf, ich bin hübsch und was weiß ich nicht was, aber so wie sie sich die ganze Zeit hier schon mit der Logik beschäftigt, finde ich, ist es ein Ehrgeiz, den wir ihr als Wunsch ruhig machen könnten. Da frage ich euch jetzt auch nicht weiter. Den finde ich einfach toll. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Wenn nicht, können wir das ja immer noch ändern. Und ja, Tara, du gehst jetzt erstmal waschen, okay? Schlafelixier, sehr gut. So, Melinda, jetzt aber mal ins Bett hier. Gute Nacht. Yay, wir haben die Kritik fertig. Sehr schön, dann können wir jetzt das kleine, süße, neue Haustierchen adoptieren. Level 4 erreicht. Super, Preston. Hauptsache, dein Spaß steigt da jetzt auch noch mal ein bisschen. Wenn ich muss mal nachhelfen mit dem PC. Spiel einfach mal ein Skate-Spiel oder so. Gut, Mensch, Mädels, ist ja der Treffpunkt hier heute mit euch. So, Tier adoptieren. Tier adoptieren. Wow, so, Kätzchen wollen wir eigentlich nicht. Misty, Merlin, Mura, Nova, Baloo und Henry. Schöne Namen, aber ich hätte lieber einen Hund. Hallo Schneeball, du bist kein besonders hübscher Hund. Dafür kannst du ja nichts. Was hast du denn so? Eine Promenadenmischung, kostenlos, Hund, okay. Oh, Zimt. Zimt sieht auch lustig aus. Apollo, okay. Auf jeden Fall irgend so ein Schäferhund. Oh, du bist ja auch süß. Großer Hund. Den würde ich auch gern nehmen.
Was ist mit Nudeln? Nudeln sieht irgendwie auch süß aus. Vor allen Dingen Senior ist eigentlich auch ganz niedlich und eigentlich auch total die tollen Eigenschaften. Aber ich hätte irgendwie gerne Vasco. Das ist irgendwie voll mein Hund. Zimt finde ich zwar auch toll und Apollo ist auch voll süß, aber irgendwie finde ich Vasco niedlicher. Oder? Der ist doch total niedlich. Das war ein Ferkel, aber ganz ehrlich, was soll's? Ja, wir hätten gerne Vasco. Ja, Vasco kann auch so bleiben. Klingt zwar ein bisschen wie Erasco, aber mein Gott. Gibt ja auch noch andere Firmen, die irgendwas herstellen. Ich weiß nicht mal, was Erasco herstellt. Ist doch schlimm. So, geh mal duschen, Sarah. Terra füllt gerade noch den Napf. Okay, wir können noch mal Flo ausführen. So, das ist eine gute Idee, aber vielleicht erst wieder, wenn du ein bisschen fitter bist, Terra. Gute Nacht. Gut, ich mache jetzt auch erst einmal wieder an dieser Stelle Schluss. Hoffe natürlich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und bis morgen nochmal.